Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Ja, ganz genau. Freunde, wir spielen Powerwash und hört ihr das? Die berauschenden Klänge des Waldes, die wunderbaren Klänge des plätschernden Wasserfalls, den ich beim letzten Mal noch gar nicht bemerkt habe. Eine wunderschöne Szenerie. Wie weit kann ich denn hier raus? Nein, eine unsichtbare Wand. Eine unsichtbare Wand verdirbt mir den Weg zu Glückseligkeit und innerem Frieden. Naja, ich würde sagen, wir arbeiten uns jetzt heute mal von der anderen Seite hoch, ja, und fangen mit der Wendeltreppe jetzt an, auf der anderen Seite. Da oben hatten wir den Grill und den Tisch gemacht, so ein bisschen Kleinkram. Ja, ich würde sagen, gelbe Düse raus, jetzt kommen sie, die wahren betörenden Klänge. Oh ja, ganz genau, wir waschen weiter, denn es ist Power Wash und nicht Power Watch. Wir sind nicht zum Gucken hier, wir sind hier, um die Welt ein bisschen sauberer zu machen, diesen kleinen Ort des Friedens werden wir putzen, um noch mehr Frieden zu schaffen. Und dann kann er hier nämlich ordentlich seinen Spaß haben. Dann kann er hier wieder entspannen. Jetzt können die Leute auch die Schilder wieder lesen und wissen, okay, darf ich wohl doch nicht alleine hin und einfach mein Picknick machen. So, dann machen wir erstmal hier diese Kurvenwurst hier. Das ist der offizielle Ausdruck, ne? Wenn du jetzt Treppenbauer bist und das hier machst so, und der Chef sagt, bring mir mal die Kurvenwurst, dann weißt du genau, okay. Also wenn ihr demnächst eine Ausbildung anfangt als Treppenbauer, was wahrscheinlich kein einzelner Beruf ist, sondern eher der Bau einer Treppe fällt wahrscheinlich in eine andere Berufsgruppe hinein, aber die Treppenwurst ist und bleibt einfach der ordentliche Fachbegriff. So, wir fangen nämlich an. Heute ganz easy mit der wunderschönen Treppe hier. Und dann arbeiten wir uns weiter. Und jetzt schauen wir erstmal, dass wir sie von der Seite jetzt nach unten hin wieder ein bisschen sauber kriegen. Die Innenseite ist gar nicht so schwierig, weil die Innenseite gar nicht so hart bestückt ist. Dann fangen wir erstmal hier trotzdem an. Den Baum müssen wir nicht reinigen, dem rasieren wir sonst nur die Rinde runter und das ist nicht gut. Rindenrasur ist verboten. Tut den Bäumen auch nicht gut, ne? Und bis vor 2 Jahren, wenn du vor 2 Jahren noch im Fernsehen geguckt hast, hieß es, ach ja, Deutschland, wir haben Holz, Überschuss, alles kein Problem. Wenn du jetzt mit jemandem sprichst, ne, ich hatte der Dude, der mir das Holz gebracht hat hier für den Ofen, ne, der hat auch gesagt, das glaubst du nicht, so die Holzpreise, ey, die schießen in den Himmel, es wird immer weniger, dann Käferbefall, ne, irgendwelche Seuchen, die irgendwie eingeschleppt wurden und keine Ahnung. Und es wird dramatisch, also wir müssen in den nächsten Jahren echt aufpassen. Ich meine, wir haben unseren Planeten schon genug gebumst, jetzt kommt als nächstes das Holz, was ja so als reproduzierbarer Rohstoff, na gut, ich meine, es dauert immer ein paar Jahre, bis so ein Baum gewachsen ist, klar. Aber prinzipiell kann man ja den Verbrauch errechnen, ne. Wir haben ja relativ viel Wald noch in Deutschland, ne, wir haben ja viel Waldfläche. Nur es ist halt trotzdem ein Problem, ne, so Käfer und weiß ich nicht, also es gibt super viele Schäden, die uns dann wieder die Party verderben irgendwie. Und das ist nicht geil. Das ist nicht geil, Leute. Passt auf Bäume auf. Das ist einfach, ne, und dann gerade das, was wir dann teilweise verfeuern wollen. Ja, klar, das ist dann immer ein bisschen getrennt auch und so, ne, aber wir zahlen halt im Ausland hohe Preise dafür mittlerweile. Und jeder will irgendwie seinen Reibach machen, ne? Und dann verticken die das halt und dann bleibt für uns nicht mehr genug Holz übrig am Ende, so, ne? Das ist jetzt nicht böse gemeint, den anderen gegenüber, die wollen halt auch Holz. Aber ich weiß nicht, ne? Dann anstatt es einzukaufen, sollte man gerade bei Holz zum Beispiel, sollte man generell bei vielen Rohstoffen machen. Klar, viele kannst du nicht, du hast jetzt nicht irgendwie, irgendwelche Ölquellen wirst du halt hier jetzt nicht so schnell finden, ne? Aber so rein prinzipiell sollte man halt schon da bei dem, was geht, gucken, dass man es irgendwie aus dem eigenen Land bezieht, um, ja, ne, Kosten zu sparen, CO2 sparen. Kann man schon einiges machen, aber wollen sie ja nicht, ne, solange man es irgendwo kaufen kann, nur wenn es dann irgendwann weg ist, dann ist blöd. Denn hier heißt es ja, Moment, wieso, ne, am Ende steigt der Preis und wenn dann nichts mehr da ist, dann, weiß ich nicht, ne. Prügeln sich halt alle drum. So. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier von außen auch nochmal schön rankommen an die Bretter. Ha.
zum Glück müssen wir hier jetzt nicht die fette Düse irgendwie. Das ist so, Holz ist relativ gut zu reinigen eigentlich. Müssen wir nur gucken, dass wir da oben dann, da komme ich jetzt nicht so gut dran, ne? Komme ich jetzt gar nicht so gut dran. Vielleicht gleich nochmal die Verlängerung rausholen, damit es ein bisschen... Die habe ich nämlich beim letzten Mal weggesteckt. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Hier nochmal die lange Verlängerung. Da haben wir einfach noch ein bisschen mehr Bereich, in dem wir agieren können. Ja, Wendeltreppe Geländer ist gut. Sind wir auf einem guten Level. Weiß halt nur nicht, wie hoch wir mit dem Ding kommen. Wie lange Verlängerung da reicht oder ob wir uns doch gleich mal noch eine Leiter holen. Könnte gut sein, dass wir eine brauchen werden. Wobei, noch geht's hier mit der Verlängerung, ne? Ja. Da heizen schon wieder Leute durch die Einfahrt. Ich weiß immer nicht genau, wer das ist. Manchmal habe ich ein bisschen Schiss, wenn die Post kommt. Ist aber auch schlimm, ne? Einen Ablageort will ich nicht mehr festlegen, weil ich da hart betrogen wurde. Da machen sie sich aber auch leicht, ne? So dieses, ja, sie haften dann selbst. Wenn sie einen Ablageort bestimmen, haften sie selbst. Das heißt, jeder kann das Paket einstecken. Und du bist am Ende der Gelackmeierte, so. Deswegen mache ich das nicht mehr. Das haben sie sich selbst versaut. So. Müssen wir mal eben schauen, ob wir auf dem Weg hier vielleicht noch ein bisschen da. Ich weiß nicht, ob das noch zum Geländer zählt hier. Wahrscheinlich die Innenseite hier, oder zählt die zu den Stufen? Ja, die zählt zu den Stufen, okay. Ja, komm, zeig mal Geländer, wo bist du denn? Gehörst du auch noch zum Geländer hier? Ne, das gehört schon zu Obus Deck. Das gehört zur Wendeltreppe Geländer. Ah, okay. Sehr gut, sehr gut. Wir holen uns jetzt die Plinks hier einzeln. Ah, das ist aber auch... Oh, das will ich mir aber am Ende auch nochmal schön angucken hier. Das ist ja... Wie es dann geputzt ist. Wow. Ich meine, für mich als Reinigungsnerd ist natürlich klar, dass der Prozess des Putzens, desto mehr Schmutz da ist, desto mehr können wir wegmachen, ne? Man sieht natürlich hier schön, ah, da geht man so drüber und dann ist es weg und dann ist es geil. Jetzt habe ich die Verlängerung eh drauf. Das heißt, ich kann auch hier so ein bisschen einen Schritt weggehen, aber will ich gar nicht. Ich will es aus der Nähe machen, damit es einfach irgendwie geiler ist. Ach Mann, Leute. Das Putzen irgendwann mal so viel Spaß machen könnte, ne? Also meine Mama wäre stolz. Putzen und Spaß, wie oft bringt man diese Worte zusammen? Ich meine, für manche ist es wirklich so Haushalt, irgendwie machst du dir Musik an. Und was mir jetzt halt so aufgefallen ist, ist natürlich, wenn du einmal irgendwie einen Ground drin hast, ne? Dann ist es eh egal. So, meistens ist es wie bei mir jetzt dann im Büro, wenn ich denke so, boah, jetzt ist aber schon mal wieder Zeit zum Aufräumen. Dann ist es halt ein bisschen Geschirr wegbringen, ne? Und, dann räumst Müll weg, so, und dann hast du es ja schon, so, ne? Gehst du nochmal irgendwie mit dem Lappen irgendwo drüber und dann bist du ja eigentlich schon ready.
darfst halt nur nicht so über Wochen hinweg gar nicht machen, ne, damit sich der Schmutzteufel nicht so intensiv einleben kann. Guck mal da unten. Aber da komme ich auch, glaube ich, von der anderen Seite gleich noch dran, hä? Aber wenn man es halt schon mal sieht, ihr wisst, wie es ist. Man sieht, spritzt, freut sich. Sehen, spritzen, freuen, das ist... Macht einfach Spaß. Ah, so. Putzi, putz, putzi, putz. Ah, die Treppe ist schon... Oh. Na gut, jetzt müssen wir gleich noch die untere Seite machen. Aber das sieht schon nach Erfolg aus hier. Das ist einfach purer Treppenerfolg. So, jetzt fangen wir an. Der Unterseite. Allerdings ist das, glaube ich, jetzt nicht unbedingt der beste Winkel. Würde schon einiges mitkriegen, ne? Ah, toll, da bleibt ja hier voll der Putzbart übrig. Gut, dass ich die Verlängerung habe. Desto mehr wir hier wegmachen, desto früher kommt der Pling, ne? Zu vielen Lücken drin, das ist schon was anderes. Aber profimäßig würde ich sagen, für uns kein Problem. Wir sind ja erfahrene Spritzer. Wir haben schon einiges gespritzt in diesem Bereich. Damals unsere großen Aufträge, der Schuh im Kindergarten. Da konnten wir einiges rausholen, auch an Reputation. Da haben die Leute gesehen, okay, der ist ein frommer Spritzer. Der kennt sich aus. Und wir haben kaum Reinigungsmittel. Also unsere Effizienz, was das angeht, ist ich habe am Anfang ein bisschen damit rumgeschludert. Aber dann festgestellt, dass es gar nicht so wichtig ist. Ja? Wenn du eine harte Düse hast, brauchst du nicht unbedingt immer Reinigungsmittel. So, jetzt dürfen wir doch eigentlich, stehen wir doch ganz kurz vor dem Pling-Pling, oder? Das ist doch effizient durchgereinigt hier jetzt. Ja, da haben wir es doch. Eine wunderschöne Treppe, oh wow, ist das eine tolle Treppe. So, und dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt hier an die erste Terrasse ran. Und schauen mal. Ja, boah, hier ist auch viel Zaun. Viel Zaun. Also würde ich sagen, erstmal Innenseite Zaun. Aufpassen, dass wir das Bäumchen nicht kaputt machen. Also Zäunen und überhaupt so Sachen, die halt so freistehend sind, so mit so Spalten halt drin, ne? Da hast du halt immer das Problem, dass du irgendwie, sobald du halt den Winkel ein bisschen änderst, ist natürlich wieder eine ganz andere Spritzerfahrung, ne? Weil er sich wieder Schmutz freilegt, den du halt einfach aus dem anderen Winkel nicht gesehen hast. Deswegen machen wir jetzt hier nochmal so einen Rand, ne? Dass wir hier so abgetrennt von der Hauptmaterie einfach ein bisschen abjerken lurken können hier. Und dann einfach abjuicen. Einfach drauf den Juice. Den Live-Juice. Klingt doch viel besser als Wasser.
Er sagt, hey, ich hätte gerne einen Liter Life Juice. Das wäre doch... Das klingt doch gleich viel besser. Viel trendiger. So kriegt man die Leute wieder zum Wasser trinken, ey. Und muss natürlich Protein nehmen. Eiweißwasser, ey. Proteinwasser. Weil Proteine sind gut. Unteres Deckgeländer, das zählt als alles, oder? Also alles von diesem... Aber das muss ich eh von außen dann machen, ne? Müssen wir uns noch Gerüst gleich besorgen. Aber erstmal können wir hier grob die Innenseite befreien. Ah, dieses grüne Moos hier, das ist schon so ein bisschen festgesetzt da in manchen Ebenen, ne? Das einfach mal genießen, ne? Einfach mal genießen. Ich wollte einfach mal 10 Sekunden schweigen. Damit ihr auch diesen Rausch genießen könnt. Ich weiß jetzt schon, einige freuen sich. Einige Menschen haben gesagt, hey, Wahnsinn, endlich wieder, jawoll. Schön putzi putzi. Und die brauchen das auch als Inspiration. Zu Hause monatelang jetzt nichts gemacht, weil kein Video kam von dem Spiel. Ne, Leute haben gesagt, ey, ich weiß nicht mehr, Kreis, wie putzt man? Wie wird die Welt sauber? Du musst es mir sagen. Ich weiß es doch selbst nicht. Oh, guck mal, wie geil das ist, wenn du das hier so... Oh. Aber das ist natürlich die Frage, da geht man hinterher besser nochmal mit einer Lasur irgendwie drüber, ne? Ich meine, das ist ja jetzt relativ freigelegt hier, das Holz. Es zieht dann auch schnell wieder Dreck, ne? Das zieht dann auch schnell wieder Dreck. Ach so, hier, guck mal. Ja, machen wir mal hier. Unteres Deck, Oberseite. Oh, das haben sie in mehrere Bereiche aufgeteilt, okay. Für mehr Pling. Es geht immer nur ums Pling am Ende. Was meine ich? Jetzt guckst du von hier, dann hast du hier wieder... Gut, da komme ich von außen dann wahrscheinlich auch nochmal besser dran. Das ist ja von, also das ist jetzt der grobe Durchgang. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das von hier unten, das ist der Randträger, okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier auf Geländerbasis ein bisschen weiter. Mal hier die Pfosten, ne? Nicht vergessen. Der Randträger, der macht sich ja von selbst, weil er halt einfach da ist, ne? Ja, da war doch das Geländer schon da. Da war doch das Geländer schon da. So, warte mal, gehe ich mal hier noch den Randträger gleich mitmachen ein bisschen.
Es ist in mehrere Deckgeländer aufgeteilt. Okay. Verstehe. Aber durch meine gute Vorreinigung auf der Oberseite bin ich jetzt natürlich hier so ein bisschen schneller am Start. Oh. Moment, das ist auch einzeln. Dann kann ich mir hier drüben doch bestimmt nochmal so einen Pling holen. Das ist der Geländer. Was ist mit dem der Randträger? Ist der sauber? Hat der geplinkt? Habe ich gar nicht mitbekommen. Habe ich mich wieder verschnackelt? Habe ich mich verschnackselt? Naja, gut. Lassen wir uns davon nicht aufhalten. Beginnen wir beim Randträger. Wenn du möchtest, kann ich dir ein paar Fakten zum Missing Link geben, basierend auf dem, was ich bisher gefunden habe. Ja, gut, weiß ich jetzt nicht, ne? Ich meine, das ist dein Wald mit deiner Meditation hier. Du glaubst da irgendwie die große Wahrheit entdeckt zu haben, ist das doch schön. Aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich wissen will. Also der Randträger ist super schmutzig. Gehört der hierzu? Wahrscheinlich. Und sind da zusammengepackt. Naja gut, dann gehen wir erstmal wieder ans Geländer ganz normal. Weil so ein Geländer will halt auch mal sauber gemacht sein. Ah, es wird gut aussehen. Das wird gut aussehen, Leute. And Power Wash, das macht mir Spaß. Ich geb's gar. Das ist gut. Durch unsere enorm gute Vorreinigung in der oberen Ebene von innen haben wir jetzt nicht mehr so viele versteckte Wurzels hier, die sich irgendwie verstecken wollen. Da war schon mal der fiese Randträger. Und da ist das Geländer. Und hier ist noch ein Randträger. Und da ist noch ein bisschen Geländer. Sehr gut. Jawohl. Unteres Deck, Unterseite. Natürlich jetzt die, die man im Moment als erstes sieht. Aber ich hätte schon noch ein bisschen Bock hier auf die Oberseite jetzt erstmal. Ist einfach so schön grün. Und dann machen wir das hier so im so streifenmäßig wieder erstmal. Hat er jetzt eigentlich seine Missing Link Info schon geteilt? Ich würde gerne wissen, was mir fehlt. Wo ist der Missing Link? Wie kann ich ein besserer Spritzer werden? Vielleicht hat er es gefunden, die Verbindung zwischen der Lust am Hochdruckreiniger, aber den Hass auf normale Haushaltsaktivitäten in Sachen Reinigung. So, ah, ey, das ist einfach. Oh, sieht das gut aus. Das sieht so gut aus.
Aber wie geil, ich hätte, also so ein DLC-Ding wäre geil, ne? So mit, wie gesagt, so Freiheitsstatue, die sieben Weltwunder mäßig oder so, das wäre cool. Die Oberseite ist gleich durch. Es wird nicht mehr lange dauern. Ja, da ist sie. Oh, das sieht schon mal gut aus. Das sieht schon mal richtig gut aus. Muss ich mal eben ganz kurz hier Checkelech machen? Nee, okay. Ich muss eigentlich mit Kies aufnehmen. Ne? Es ist früher Morgen hier gerade. Aber... Er hat sich noch nicht gemeldet und so lange nehme ich Powerwash auf. So, machen wir gleich die Unterseite. Falls einer irgendwie zwischenchecken kommt, ne, kann ja sein. Ich meine, der bezahlt ja immerhin die Rechnung. Oh, ich weiß nicht, wo forscht er eigentlich nach seinem Missing Link, wenn ich hier sein Haus gerade putze? Das alte Baumhaus. Ich wette, hier könnte ich auch eine andere Düse nehmen. Aber das ist ja... Ich mache hier mal ohne System. Einfach. Ach, guck mal, das sind alles. Oh, das sind auch einzelne Balken, oder wie? Einzelne Träger. Sehe ich jetzt erst, okay. Naja, gut, da müssen wir dann schauen, dass die alle ihre Reinigung bekommen, wenn hier nicht dieses blöde Spielplatzding wäre. Könnte ich mich ja auch bewegen. Jetzt immer diese Spielplatzbelästigungen. Und es sind auch noch einzelne Bezirke hier. Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, wo ist hier Smuddel? Muss doch noch Smuddel sein. Ne, Smuddel weg. Hier ist auch noch ein bisschen Smuddel. Na komm. Ein paar einzelne kleinen Fleckies. Ist wieder ganz schändlich hier das Putzradar benutzen. So, ich glaube, das war der Bereich. Ich glaube, das war der Bereich. Ah, wie schön. So, dann schauen wir nochmal, machen wir mal einen Arbeitsplan. Oh, guck mal hier,
Das ist auch so eine Laterne, die findest du dann am Ende wieder nicht. Ist nicht dran gedacht. Ja, und beim nächsten Mal arbeiten wir uns hier hoch. Dann kommt hier das Häuschen. Dafür werden wir auch noch mal bestimmt ein bisschen brauchen. Oh, diese Treppengeländer, die nerven mich. Die putze ich am wenigsten gern, muss ich ganz ehrlich sagen. Die brauchen ja dann auch noch. Und dann von außen braucht das Ding ja auch noch eine ordentliche Reinigung. Komm, wir machen noch den Arbeitstisch hier, oder? Die Werkbank. Schraubstock. Forschungstisch nennt er das. Auf jeden Fall noch genug zu tun. Aber dann kennen wir schon mal den Plan fürs nächste Mal. Wie gesagt, Forschungstisch ist jetzt nochmal für heute. Und dann arbeiten wir uns schön dadurch. Schön dadurch. Und jeder kriegt Tröpfchen Wasser ab. Jeder. Kleines Tröpfchen für jeden. Wie viel Schmutz ist denn an diesem Forschungstisch? Ich meine, ich dachte, er sucht den Missing Link. Wenn das hier so vermoost ist, da kann er ja schon Monate nicht mehr dran gewesen sein. Unterm Tisch verstecken ist übrigens immer noch cool. Ich habe mich das so als Kind macht man das ja gerne und so, sag ich mal, mehr oder weniger unbefangen. Aber wenn man so, keine Ahnung, jetzt so beim Gewitter oder so, letztens war halt so ordentlich Gewitter und Regen und meine Tochter ist dann im Garten unter den Gartentisch drunter, so komm, wir verstecken uns hier. Und dann bin ich da auch drunter, haben so die Stühle so zurückgeklappt und so und das war schon irgendwie cool. Wollte für immer unter diesem Tisch sein. Für einen kurzen Augenblick. Unter einem Tisch steht für einen kurzen Augenblick die Welt still. Ich weiß, da kann man jetzt wieder viele versaute Gedanken irgendwie rein interpretieren, aber ne, nehmen wir mal einfach unser kindliches Ich, was jetzt dann nicht durch Oberflächlichkeit und Sexualität und Bodyshaming und weiß ich nicht was geprägt ist, sondern einfach nur ein kindliches Denken, wo die Welt einfach eine Welt ist. Dann ist das cool. So, lieber Forschungstisch. Ich warte auf dein Pling-Pling, mein kleiner Freund. Da ist noch was. Da ist noch was, da ist noch was, da ist noch was. Forschungstisch. Da. Ah. So, Tisch sauber, Laterne sauber. Richtig nice. Wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, in der nächsten Episode wieder. Hier oben der Lampenmann, er macht die Lampen an. So, keine Ahnung. Ich bin nicht gut im Reimen, deswegen werde ich mich verschleimen. Ja, irgendwas mit Keimen und Steinen und Weinen. Bla 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 bla. Oh, Entschuldigung. Mein Körper verliert Saft. Freunde, ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, in der nächsten Episode wieder. Macht's gut. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Reingehauen und ciao mit au.